Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Themenwechsel und so. Hast du sicher schon von ihm gehört, richtig? Das ist wirklich besonders. Kann der Held? Nein. Nicht? Du bist wohl wirklich noch nicht lange hier, was? Koa Kalom ist der zweitwichtigste Mann nach Iberion. Er entscheidet, wer als Novize bei uns aufgenommen wird. Also eigentlich habe ich ja schon mehr von Kalom gehört als von Iberion, ne? Dafür, dass er nur der zweitwichtigste Mann ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanz. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Mir fällt gerade so auf, dass die Musik gar nicht so richtig weiß, wo sie spielen soll. Eigentlich müsste hier doch auch Bruderschaftsmusik tüdeln. Wie neulich erst in einem anderen Stream oder so. Aufgefallen. Hey, er hat eine Cam. Ja, hallo Püsterich. Schön, dass du reinschaust. Ich habe eine Cam. War ja zum Affiliate versprochen. Jetzt hör doch auf, in diesem Alchemietisch rumzuwühlen. Hallo, ich habe eine Waffe. Das gibt's ja gar nicht. Er ist voll in seinem Element, ja, ich glaube auch. Ich komme mal anders wieder. Das ist ja nicht normal. Ich weiß auch nicht, wo Kane jetzt, also warum er jetzt weggegangen ist, um wiederzukommen. Hört Kalom niemals damit auf? Jetzt mir fehlt. Ja, vielen Dank. Die Voraussetzungen habe ich ja schon eine Weile erfüllt, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, das irgendwie alles einzurichten. Aber jetzt habe ich es gestern gemacht? Ich glaube schon. Genau. Und da sind wir jetzt mit Cam. Bei ihm kann ich mir mal wieder was abholen, ne? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja. Dann haben wir das auch. Ich werde irre. Ich muss noch mal hoch. Einen Versuch gebe ich mir noch. Ich kann noch nicht gehen, ohne dieses zarte Stimmchen gehört zu haben. Blubbert er leider schon wieder. Also weil ich gerade so verdutzt gucke, du hast gerade geschrieben, die deutsche Synchro hört sich schlecht an. Das ist ungefähr, ich glaube, da bist du der Einzige auf der Welt, der das sagt. Abgesehen davon, dass die Deutsche einfach das Original ist. Ja, ich, ja. Das,
glaube, da macht man sich mit anderen Sätzen beliebter. Das verwundert mich jetzt auch sehr. Kann ich Melvin eigentlich sagen, dass sein Kollege da ist? Ich kenne Dusty. Ach. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Schon werde ich mal. Wenn du ihn noch mal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn noch mal sehe. Ich hole wieder die Packe und Mistgabel raus. Genehmigt. Von Innos, persönlich natürlich. Und Kalan. Ich bin ja hier schon bekannt als Bettendieb. Wie sie aber auch die ganze Nacht denn anglotzen. Ich bin dann mal weg. Falls du das ernst gemeint hast, dann freut mich, dass du da gewesen bist. Hier geblieben. Bleib stehen, Mora. Bleib stehen, du Lump. Ich geh jetzt noch mal hoch. Ich kann das auch nicht hinnehmen, dass der Typ nicht mit mir labert. Ich meine, es passt übel zu ihm, dass es ihn einfach ein Scheiß interessiert, wer in seinem Labor steht, solange er arbeiten kann. Aber es hat ihn ja nicht mal gestört, dass ich die Spitzhacke zog. Und er Gefahr lief, all seine Forschungsergebnisse zu verlieren, weil irgendein Bekloppter einfach mit Land- oder groben Grabgeräten auf seine Experimente einschlägt. Was willst du? Ja! He's talking. Ich will nicht in die Bruderschaft aufgenommen werden. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ich hau mich ins Bett, bin müde, viel Spaß noch. Gute Nacht, Herr Büsterich. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich höre dich atmen, das klingt gruselig, Adanos. Ich höre dich atmen. Was machst du für Experimente? Ich habe ihm gar nicht zugehört, Entschuldigung. Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich habe irgendwie 3 Sumpfkornpflanzen oder so. Ich glaube, das bringe ich auch nicht. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ja. Jetzt haben wir das auch erledigt. Das war sinnlos. Aber ich bin zufriedener als vorher. Und bevor er irgendwann wieder nicht mit uns spricht, speichere ich das lieber ab. So, was haben wir im Tagebuch noch? Genau. Eigentlich hier gar nichts, außer dass ich Blutfliegen umklatschen muss. Die ich nicht schaffe. Und soweit ich weiß, muss ich noch eine Menge Level aufsteigen. Mal abgesehen davon, dass ich Level 5 brauche, um in der Gene beizutreten, brauche ich noch 6 Level, um in Kapitel 1 Söldner zu werden. Das ist der Plan. Damit ich noch in Kapitel 1 dazu komme, eine bessere Zweihandwaffe zu tragen. Oder wenigstens Zweihandkampf zu leveln. Zu skillen, zu leveln könnte. Falsch verstanden werden. Ich weiß nicht wieso, aber es könnte sein. Also wird wieder gependelt. Juhu. Ich bin mir im Moment nicht sicher. Ich glaube, man muss bereits in der alten Mine Minecrawler killen, um die Prüfung des Vertrauens zu schaffen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, deswegen gehe ich da auch noch nicht hin.
Aber wenn ich jetzt sowieso in meinem Lager vorbeikomme, habe ich ja das Rezept. Was steht da überhaupt drin? Ich habe das noch nie gelesen. Wenn man das rückwärts liest, scheint es einen Sinn zu geben. Ja. Nur Phil? Harak? Bin ich blöd? Ich bin zu blöd, um Dinge rückwärts zu lesen, oder was? Nein, es ergibt keinen Sinn für mich. Sorry. Ich dumm. Aber ich bin doch nur irgendein Butler. Ich muss nicht lesen können. Kommen wir hier eigentlich noch an irgendwelches kleinere Viehzeug, was nicht direkt ein Wolf ist? Weil ich glaube, einen Wolf schaffe ich auch nicht mehr. Das war am Ende das starke Viehzeug für einen Anfänger. Ich habe über diese Samen, die ich gerade mal aufgesammelt habe, irgendein Video gesehen. Ich glaube, die haben gar keinen Zweck erfüllt, aber es gibt noch ein paar mehr davon. Ich weiß nicht mehr wieso. Schritt, Schritt, Schritt. Das ist jetzt das 3,5-malste, dass wir diesen Weg laufen. Ich denke, es werden aber ein paar Level ins Land ziehen, bevor ich mich den Blutfliegen da annehme, weil ich mich da sehr sicher fühlen möchte. Deswegen vielleicht doch lieber um den Weg zur alten Mine rum noch ein paar kleinere Blutfliegenschwärme auseinandernehmen und Scavenger und Morrats killen. Da sind bestimmt noch welche. So ein paar Höhlen in der Nähe gibt es bestimmt noch. Oder ich gehe jetzt einfach Orks töten. Das ist es. Das Orkblatt, das Unmutsquiz, habe ich hier wohl scheinbar schon eingesammelt. Das Ding ist halt, ich traue mich noch nicht an Herrick ran. Ich weiß, dass ich früher öfters gegen den verloren habe, aber ich habe auch früher gegen alle Morrats verloren. Das ist eigentlich kein Argument. Aber ich habe halt Angst, meine Spitzhacke zu verlieren, weil dann habe ich keine Waffe mehr. Und auch keine mehr, die ich tragen will. Ich würde gerne in diesem Run auf Einhandwaffen verzichten. Ich bin sonst immer so ein notorischer Einhandschwertwaffennutzer. Und einfach, weil ich die Lernpunkte jetzt nicht für Einhand-Skills verschwenden will, bleibe ich von Anfang an auf der Spitzhacke. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Dexter kann es offensichtlich lesen. Was habe ich eigentlich gekriegt? Stand das da? War mir eigentlich auch egal. So, dann versuche ich mal den Wald Richtung Alte Mine ein bisschen zu erkunden und von da aus dann den Bogen zum neuen Lager zu schlagen, um zu gucken, was da noch so geht. An genug Erz für Laris Quest müsste ich eigentlich kriegen. 50 Erz hat die Dexter spendiert. Danke für die Information. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich nehme an, du musstest es gar nicht sehen, weil du es auswendig weißt. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Der Soundtrack ist so toll. Warum glotzen die einen immer an? Die hören einen einfach. Da haben wir noch ein paar Mollratten.
Dann mal rein da. Kann ja nur schlimm werden. Komm ran! Ich habe es, glaube ich, im letzten Stream schon mal gesagt, das ist so eine brutale Vorstellung, so ein doch recht kräftig gebautes Tier einem mit einer Spitzhacke auseinanderzunehmen. Das ist auf jeden Fall keine saubere Angelegenheit, glaube ich. Das wäre witzig, wenn sie im Remake einfach auf sehr viel Gore setzen und die Morad-Gliedmaßen abhacken kannst. Kommt natürlich auf keinen Fall, aber es wär crazy amüsant. Ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren. Trotzdem wäre ich beim Wochenendquiz auch nur bei den Punkten 3 stellig geblieben. Ja, es sind halt Fragen gewesen, die du musst dich dann schon wirklich mit den Details oder den Dateien auskennen des Spiels. Mit Lore war da nicht viel bei. Das Einzige, was du in einem Spieldurchlauf, glaube ich, rauskriegen konntest, war: Leere den Krug in einem Zug. Und den Rest, du musst halt wissen, wie sich Level zusammensetzen aus XP, dann kannst du dir was ausrechnen, also so richtig. Das hier, oh nee, den schaffe ich nicht. Das mit dem Butler, welche Dialoge der hat, das kann man vielleicht noch hinkriegen. Aber dann ist auch Schluss. Also das ist ja keine Schande in dem Sinne, das heißt auf jeden Fall nicht, dass man sich mit Gothic nicht auskennt, wenn man in einem Quiz versagt, sage ich mal so. Deswegen Brom hatte er 100 oder 300 Punkte, ich glaube 100. Mir braucht ja keiner erzählen, dass Brom sich nicht mit Gothic auskennen würde, das ist ja Quatsch. So, die Sammelsucht geht wieder los. Ich nehme einfach alles mit. Natürlich. Und dann habe ich am Ende des Spiels 100 Seraphis-Pflanzen, die ich schön angucken kann. Und am Ende hast du Seraphis-Moves im Schläfertempel. Einfach auserkalten. Der wollte nur Hallo sagen. Böser Mann hat ihm Spitzhacke durch den Kopf geprügelt. Das ist so ein schönes Gefühl, dass es nicht abstürzt. Einfach nur, weil ich Alt und Q gedrückt habe. Oh Mann. Ich bin kurz weg. Ja, bis gleich, Old Coin. Das sind alles Junge, ne? Aber die werden ja gleich auch geklaut. Oder auch nicht. Aha. Ich kann schneller mit einer Spitzhacke zuschlagen, als ihr schießen könnt. Eine Spitzhacken, Lucky Luke. Aber war es richtig? Muss nicht gleich jeder wissen. Da vorne wird es wieder etwas intensiver mit vier ausgewachsenen Scavengern diesmal. Aber den ersten kriege ich hier doch rausgezogen, ne? Ja, denke ich doch. Rudelverhalten war ja noch keine Sache. Kriegen wir nur noch einen raus? Ja, sehr gut. Direkt zurück zu Diego und uns noch mehr Strength abholen. Den Schrein gesammelt? Das war der erste, natürlich. Ey, dieses Abgestürzte im letzten Stream hat mich so paranoid gebracht, jetzt, dass ich wirklich alle Saves immer wieder überschreibe. Hier waren direkt Wölfe drin, vermute ich mal. Oh ja.
Da haben wir auch noch einen. Und das auch Blatt. Mehr Vögel. Kommt diese Mucke nicht auf, wenn man stirbt? Die Waldmucke? Nehmen wir meine XP nicht weg. Verschwindet. Sehr gut. Wieder alles übervorsichtig gesaved. Das wird sich wohl durch den Run ziehen. Vielleicht gewöhne ich es mir bei Gothic 3 wieder ab und da wird es mir dann auf jeden Fall zum größeren Nachteil. So, das Vieh könnte jetzt abknallen eigentlich. Krieg ich auch alleine hin. Okay, dann habe ich vorhin gelogen. Mit zwei Blutfliegen komme ich anscheinend doch klar. Hallo? Das Mistvieh hat mir XP geklaut. Ganz schön viel XP. Warum töten wir die ganzen Vögel weg? Das war noch was, als Spiele Jagdsysteme hatten unter den Tieren. Haben wir hier aber leider noch nicht gesehen. Also, gibt es, aber wir haben es noch nicht gesehen. Ich werde auch gar nicht übermütig gerade. Von irgendwie aus wie ein laufender Söldner, aber es ist nur der Rücken eines Scavengers. Glück gehabt. Kriegen wir hier noch was zusammen? Nee. Das sieht mir doch noch eine Steinwurzel aus, ganz genau. Wie lange kann ich mich denn hier noch durch den Wald begeben, ohne auf einen Wolf zu treffen, sag mal. Beziehungsweise ohne auch noch auf Lurker zu treffen. Oh, anders als die Jäger es empfohlen haben, gegen zwei gleichzeitig gekämpft. Das ist ja... Da muss ich direkt zurück und sie Lügen strafen. Ja, ne, es sind mir dann doch zu viele. Da mache ich auch nochmal einen Bogen drum. Aber dich nehme ich mit. Für noch ein paar Hühnerbollen. Bei Laris kann ich im Zweifelsfall auch lernen. Da muss ich ja nicht zu Diego zurück. Ich mich aber an den Scavenger da versuche, gehe ich hier nochmal komplett durch, nicht direkt in die Mine. Aber ich gucke mir die Ecke da hinten nochmal an, ich weiß schon gar nicht mehr, was es da gab. Bitte hebe das doch auf. Vielen Dank. Auch nochmal eine Beere hier mit. Ich werde sie nicht mehr lange brauchen, glaube ich. Dafür halt die dann irgendwann zu wenig. Hat sich mein Laptop kurz verabschiedet. Da muss ich den Bildschirmschoner mal wieder auflösen. So, hier war doch gar nicht so viel, ne? Ich hatte irgendwie den Eindruck, hier war mal was. Hab ich da gerade was angegrunzt? Und willkommen zurück, Goldcoin. So, die Scavenger werden jetzt nochmal begrüßt. Und dann weiß ich nicht, auf der Brücke sind glaube ich auch noch Blutfliegen. Da freue ich mich gar nicht so sehr drüber. Ich glaube, das ist dann wieder ein Dreier-Trupp. Das traue ich mir nicht. Aber ich traue mich in den Dreier-Trupp hier rein, gar kein Problem. Was ein Psycho.
Moritz, okay, ich könnte mich langsam wirklich mal heilen. Das reicht mit der Überheblichkeit. Was habe ich vorhin gesagt? Ich werde keine Waldbeeren mehr essen. Wo sind sie? Mana-Bonus bringen diese Dinger. Irgendeinen Verwendungszweck sollten die mal haben, glaube ich. Ich glaube, da sind Leute, findige Leute darauf aufmerksam geworden, aber ich weiß es nicht mehr. Habe ich nichts mehr zu essen, sag mal? Na, dann eben Sklavenbrot. Und jetzt rein in die Schweine. Ich glaube, ich werde dieses Fleisch bis zum Spielende, wenn überhaupt, roh verzehren, weil das Bratsystem nicht so angenehm ist in Gothic 1. Was die Hose nicht alles ausmacht. Sag mal. Verstehe nicht, manchmal funktionieren die Aktionstasten nicht. Egal. Ach, schön, was man hier nicht alles findet. Ein bisschen leer ist es an manchen Ecken dann doch. Aber das darf das Spiel auch. Das wollte ich ihm jetzt gar nicht negativ auslegen. Meckern kann man immer überall. Über irgendwas. Die Viecher hier haben schon ordentlich Saures gekriegt. Ja. Ja, dann nehme ich die halt nochmal mit. Ich versuch's. Vorsichtig mal wieder. Oh, die sind. Machen Aua. Na, dann mal. Aber das beweist natürlich auch, dass ich nicht gewappnet bin für den Sumpf. So gar nicht. Das wäre mit einer Armus oder so wahrscheinlich schon längst erledigt, wenn man da oben was. Naja, Armus kriegt man jetzt auch noch nicht ran, ne? Nur Bögen. Hier habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Kam ich schon Varane um die Ecke oder. Ja. Aber ich kann ihn noch ein bisschen umgehen, um noch an Moritz ranzukommen für XP. Was haben wir da für einen Flackerstein? So, mit euch werde ich fertig, da mache ich mir jetzt keinen Kopf, hoffentlich. Mit dem nächsten Stärke-Teach sind die dann quasi auch schon One-Hit. Erwarte ich jetzt mal. Ein Tränkchen. Mensch. Da freut man sich doch. Hier die Blümchen rupfen wir auch noch mal raus, wenn die Varane das zulassen. Habe ich mich heute schon mal meine Nase beschwert, Mann? Sie nervt. Ach stimmt, die habe ich auch komplett vergessen. Kann ich mit denen überhaupt jetzt schon was machen? Ne, die sagen wahrscheinlich nur ab. Beziehungsweise ich kann mit denen gar nichts machen, ne? Nur wenn ich Sumpfler bin. Ja! Ah, ein netter Kampf. Noch einmal und du kannst was erleben. Mein Erz. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. Da kann ich ja froh sein, dass er mich nicht abgestochen hat. Frag mich doch mal. Was zum Teufel machst du hier? Nicht schon wieder! Nicht den Bogen ziehen.
Lauf schneller. Oh Gott, spring schneller. Und meine Nase juckt. Mann. Ach so, weil er diese Keule hat, ne? Da kann er nicht. Da kann er mich nicht umbringen. Ich verstehe, daran lag's. Du hattest Gothic 1 über Steam, oder? Ja. Ich hab's zwar auf CD, aber das, ja, ich hab schlechte Erfahrungen mit CD-Installationen. So, hier hat man noch ein bisschen Sklavenbrot. Zieh's dir mal rein, Johnny. Ist das, ich weiß nicht, kommt es jetzt irgendwie da rauf, weil manchmal die Dialoge nicht abgespielt werden oder was?